Herzlich willkommen zur nächsten Hometown Story Episode hier auf We Play Games for You. Ich bin so Ivo und ich habe ehrlich gesagt keinen blassen Dunst, was wir heute machen müssen. Ich denke, das ergibt sich so wieder mit der Zeit. Es regnet, also da werden wir nochmal versuchen, da an den Schrein zu gehen. Mir wurde ja jetzt in den Kommentaren noch gesagt, dass ich da irgendwie ein Zeichen der Erntegöttin oder sowas brauchen würde. Oder des Erntegottes. So, was ist denn los, Chubby? Es wird langsam Zeit, yo. Oh nein, die mit dem Ring, mit dem Trickdiebstahl. Ich kann mich nicht entscheiden, wann ich den teuren Edelstein finden soll. Mach, was dir gefällt, du hast ihn ja auch gekauft. Alles klar, Chubby. Verzeihung, ich habe deine Anzeige gesehen. Das ist doch richtig, oder? Sieh mal, das ist doch der teure Edelstein. Was hat das zu bedeuten? In der Anzeige steht, die Belohnung beträgt 1.000.000 Taler, oder nicht? Muhaha. In der Anzeige steht, die Belohnung beträgt 1.000.000 Taler, oder nicht? Was geht ab? Was machen wir jetzt nur? Wir können so viel Geld doch gar nicht zahlen. Der da, das ist der Dieb. Bürgermeister, was ist denn los? Im Nachbardorf soll ein Edelstein gestohlen worden sein und der Täter ist in unser Dorf geflohen. Der Verdächtige könnte dieser Händler sein. Jetzt geht's aber ab hier. Ein Dieb? Oh nein, sie haben es gemerkt. Egal, rück sofort die Belohnung raus. Alles in Ordnung? Aua, sie ist zu stark. Schnell her mit dem Geld. Los, Chubby. Du bist dran. Okay, das ist ja lustig. Keine Gewalt in Kinderspielen, oder wie? Oh, jetzt steht hier auf dem drauf. Chubby, super. Klasse, vielen Dank. Mist, beinahe hätte es geklappt. Jetzt zu dir. Ach, der schleift er aber gut weg hier. Da ist Chubby doch noch zur Heldin geworden. Ich bin begeistert. Du bist die geborene Dorfwächterin. Ich habe dich falsch eingeschätzt. Bürgermeister, ich muss dir etwas sagen. Ja, Portugal, musst du alles verraten, oder wie? Oh, was ist denn jetzt los? Achso, das Belobigungsschreiben. Für die Chubby. Muss sagen, ich finde die ja wirklich mit am interessantesten bisher von den Mädels. Ich bin so stolz, zur Dorfwache zu gehören, yo. Diesen Moment werde ich niemals vergessen. Gut, dass du nun ein echtes Belobigungsschreiben bekommen hast. Super. Kleine Chubby. So. Oh, das nächste ist ja, achso, der Dino kommt wieder. Oder der Drache. Ja, da müssen wir ja irgendwie ein Schutzzeichen vom Erntegott oder sowas haben, damit wir eine Beere bekommen, mit der er dann uns verstehen kann. Oder wir ihn verstehen können, wie auch immer. Das stellt sich dann erst noch heraus. Oh, hier sind schon die ersten Kunden wieder im Laden drin, einfach so. Zack. Ich habe ja auch gehört, die Großstadtmagazine müssen wir gar nicht ausstellen, weil da irgendwie nur so neue Styling-Tipps oder sowas drin wären. Was haben wir denn hier noch so? Was ist denn das da zum Beispiel? Zack, da hinten mit. Oh, da kommt tatsächlich jemand. Oh, wer bist du denn? Dich kenne ich noch gar nicht. Schnüffel. Die ist ja hübsch. Warum ist dein Vogelnest auf deinem Kopf? Es riecht hier gut, oder? Meine Vögelchen? Schaut, da ist das Vögelchen. Kommt, esst. Hey, das ist für den Verkauf. Verkauf? Oh, wir können das nicht einfach so essen, oder?
Ja, bitte erst bezahlen. Tut mir leid. Die sind ein bisschen abgedreht, aber irgendwie ganz cool. Da ist ja mein Geld, hier. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Oh, dann sollte ich mich vorstellen. Ich heiße Miki. Miki, also bist du neu hier? Wir haben dich hier noch nie gesehen. Ich meine, jemanden wie dich würden wir nicht übersehen. Ja, ich bin gerade erst angekommen. Dein Name ist also Suivo. Wo sind wir hier eigentlich? Was? Ich bin einfach so herumgereist, irgendwie in diesem Dorf gelandet. Ich freue mich, dass das hier so ein tierfreundlicher Ort ist. Hier gibt es Vogelfutter in Hülle und Fülle für meine Vögelchen. Eigentlich muss man dafür zahlen. Ich habe mich entschieden. Wir werden hier wohnen. Wir? Ja, ich mit meinen süßen Tieren. Ich habe eine Molkerei betrieben. Ach, so ist das. Hihihihi, wenn du wieder etwas Schönes für meine Tiere hast, melde dich doch bei mir. Dann kommen wir zum Essen vorbei. Wir sind ja jetzt Freunde, Suivo. Und schon wieder ein neuer komischer Freund. Okay, aber die betreibt eine Molkerei oder sowas. Also können wir da vielleicht Käse und Butter und Milch und sowas herbekommen. Wäre zumindest gut denkbar. Würde ich aber auch sagen, tun wir hier direkt mal das Hühnerfutter und so auch noch hin tun. Vielleicht tut ihr ja dann auch noch Hühnerzeugse so hergeben oder so. Vorstellen könnte ich es mir. So, hier mit der Blume hat es jetzt nicht so wirklich was auf sich gehabt. Gucken wir mal, was haben wir hier noch so? Ein rosa Lendenschürze-Ding, das können wir nur mal auslegen. So, dann tun wir erstmal ein bisschen Zeug hinlegen. Was haben wir denn hier noch? Nicht so viel liegen. Jede Menge Ladenhüter haben wir liegen. Hier gibt es noch ein bisschen Milch. Hier so ein blaues Ding. Ein Pilz gibt es auch noch. Ein Trüffel. Noch ein Trüffel. Haben wir noch irgendwas Gekochtes? Gekochtes haben wir nichts mehr. Ja, so ein Bleistift können wir mal noch hinlegen, denke ich. Da gibt es auch noch einen. Was haben wir hier oben noch? So ein Ei haben wir auch noch. Zack, gibt es noch ein Ei. Ach, ich hab schon gedacht, die Oma nimmt da was Gutes mit. Oh, goldene Pilze haben wir auch noch. Ach du Scheiße. Ist ja verrückt. Okay, okay. Haufenweise zu tun. Ja, dann kassieren wir mal die Leute schnell ab, würde ich sagen. Die da jetzt erstmal da sind. Das sind ja schon eine ganze Menge. So, ich würde aber auch sagen, wir gehen erst noch mal raus hier. Lassen die mal hier mit unseren Waren alleine. Und gehen, wie gesagt, mal beim Schrein vorbei. Schaden kann es ja nicht. Vielleicht haben wir ja Glück. Ich habe das letzte Mal ja auch eher nach einer Person halt Ausschau gehalten. Und nicht unbedingt nach einer Beere oder einer Frucht. Oder sowas. So, da ist die Miki auf der Map. Frag mich, ob die jetzt irgendwo einen Laden aufgemacht hat auch. Also mal auch mal so ein bisschen Ausschau nachhalten. So, jetzt sind wir fast da. Vielleicht ist das auch einfach diese blaue Frucht, die wir hier gefunden haben. Ich denke, wir werden mal für morgen dann einfach alle Früchte auslegen, die wir so haben. Und gucken dann mal, ob das irgendwie was ja, bewirkt oder so. Weil hier ist ja, wie gesagt, irgendwie noch nichts los. Aber das hieß auch, wir brauchen irgendwie einen Medaillon oder irgend sowas. Also irgendwie ein Zeichen des Erntegottes, damit die Beere dann da wäre. Ich frage mich, ob man die halt dann auch wieder kaufen muss von dem Händler oder so. Ich habe keinen blassen Dunst. Zum Einkaufen bei den Luck & Luke müssen wir denen ja auch erstmal einen tollen Hammer irgendwie verkaufen, habe ich gehört. Das heißt, wir müssen dann vielleicht auch die Hammer-Dinger mal auslegen, wenn die da unterwegs sind. Dass sie die mal mitnehmen. Gucken wir mal, ob hier irgendwo noch Beeren oder Früchte oder sowas liegen. Bei der guten Vogelscheuche. Nö, hier nicht, hier nicht, hier nicht. Nö, sieht nicht so aus. Schade. Höchstens hier links dann nochmal, aber... Da haben wir das Ding schon weggeholt, ja. Da sind nur die blöden grünen Teile, die kein Mensch braucht. So, hallo Chappi, was machst du denn? Bleib mal da. Chappi!
Schabi, ich sorge dafür, dass es bei dir keine Ladendiebstähle gibt, yo. Du sagst immer noch denselben Quatsch, wo wir da so einen Fortschritt mit dir gehabt haben. So, schnell mal erstmal wieder ins Geschäft. Die Leute abkassieren. Oh, der war ein bisschen sauer scheinbar. Oh, die Rouge war auch da. Was passiert irgendwas? Unterwäschedieb! Sevo, da scheint etwas auf dem Dorfplatz nicht zu stimmen. Lass uns nachsehen. Okay. Was geht denn jetzt ab? Oh, was mit der Rouge? Was ist hier los? Jemand hat Rouges Unterwäsche gestohlen. Ihre Unterwäsche wurde gestohlen? Wer macht denn so etwas? Rouge, was wurde dir genau gestohlen? Ah ja, stimmt. Das müssen wir schon genau wissen. Ein rotes... Oh nein, ich weiß, was kommt. Ein rotes... Lendentuch. Rouge trägt Lendentücher? Da fällt mir gerade ein, ich habe letztens ein Lendentuch in Soevos Laden gesehen. Das kann doch nicht wahr sein, Soevo, du bist der Unterwäschedieb? Auf jeden Fall. Nein, so war das nicht. Ein Fremder hat uns das Ding verkauft. Ich habe mich zwar gefragt, was es damit auf sich hat, aber ich wäre nie darauf gekommen, dass das Tuch Rouge gehört. Lendentücher sind ein Teil meiner Unterwäschesammlung. Das rote Lendentuch ist ein wertvolles Stück unter Sammlern. Oh, das wusste ich nicht. Wir geben dir das Lendentuch natürlich zurück. Kommst du mit in den Laden? Ja, lass uns gleich losgehen. Abgedreht, abgedreht, würde ich mal sagen. So, da hast du es wieder. Danke, ich bin so froh, dass es wieder aufgetaucht ist. Entschuldige, wenn ich das so direkt frage, aber... Du trägst dieses Teil doch nicht wirklich, oder? Das bleibt mein Geheimnis. Okay. Wie Potikal guckt, das ist ja der Wahnsinn. Tut mir leid, dass du verdächtig wurdest, die Unterwäsche gestohlen zu haben. Hier, das habe ich gefunden. Ich schenke es dir. Was ist das? Schutz des Elfengottes erhalten. Das könnte das sein, was wir brauchen. Vielleicht. Das wäre ja krass, wenn das jetzt sich so alles irgendwie zusammenfügt. Ich habe heute Dinge über Rouge erfahren, die ich eigentlich nie wissen wollte. Aber da bin ich nicht alleine. Alles klar, Portugal. Mein Bester. So, erstmal die ganzen Leute abkassieren. Oh, da ist sogar ein teurer Stein weggegangen. Und schon wieder was. Was denn jetzt? Wer bist du denn? Gibt's jetzt Doktor oder sowas? So ein bisschen sieht er danach aus. Bisschen abgedreht. Oh, Rouge schon wieder. Hihi, das habe ich mir gewünscht. Vielen Dank. Oh je, was ist denn jetzt los? Ah, tatsächlich die Elfengöttin. Elfengöttin, ich bin tief beeindruckt. Meinst du etwa Rouge? Hihi, du bist aber ein komischer Typ. So bescheiden, aber du kannst mich nicht täuschen. Ich muss jetzt los, auf Wiedersehen. Ah nein, bitte wartet doch. Wer ist das denn schon wieder? Ah, Verzeihung, ich bin Tsukasa. Ich bin Wissenschaftler, naja, so etwas in der Art zumindest. Ein Wissenschaftler? Du siehst gar nicht so aus. Hahaha, das sagen viele Leute, aber niemand kann mich in der Elfenforschung schlagen. Die Elfenforschung? Ich bin total begeistert, seit ich in diesem Dorf bin. Ich bin nicht ganz hippelig. Ich bin so froh, Wissenschaftler zu sein. Nein, dass ich überhaupt geboren wurde oder so. Ich komme auf jeden Fall wieder in dieses Dorf. Also dann, man sieht sich bestimmt wieder. Okay. Auf Nimmerwiedersehen. Du bist ein bisschen verrückt, mein Freund. War das wirklich ein Wissenschaftler? So, noch mehr Leute abkassieren hier. Nur erstmal wieder Sachen auslegen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ganz schön was vertickert wurde. Der Lendenkram ist auch weg, das ist doch schon mal was. So, ich wollte mal gucken wegen einem Hammer oder so. Ich habe gar keinen Hammer. Weiß nicht, ob wir den dann erst bei dem kaufen müssen, vielleicht auch.
Das wäre ja krass. Oh, der hat den teuren Stein in der Hand. Hallo, mein Freund. Jawohl. Gerne doch, bitte sehr. Ein bisschen Öl können wir auch noch hinstellen. So, jetzt gucken wir, was wir hier noch so an Schlüsselgegenständen auch haben, die wir hinlegen könnten. Ja, vielleicht so ein Futterzeug noch. So, jetzt gehen wir aber ganz schnell, solange es regnet. Oder regnet es nicht mehr? Das wäre ja krass, wenn es jetzt auf einmal nicht mehr regnet. Okay, es ist schon wieder was los. Was ist denn hier los? Boah, ist das etwa der Schutz des Elfengottes? Hä, wie? Wovon redest du? Ich möchte das unbedingt. Bitte gib ihn mir. Nee. Es geht also nicht. Da kann man nichts machen. Naja, verstehe. So einen wichtigen Gegenstand könnt ihr nicht einfach verschenken. Schon in Ordnung. Aber jetzt habe ich die Gewissheit, dass es hier Elfen gibt. Ich habe mich entschieden. Ich erforsche ab sofort die Elfen in diesem Dorf. Die Elfengöttin habe ich sogar schon gefunden. Da ist sie schon wieder, die Rouge. Die Elfengöttin. Oh je. Den Gegenstand haben wir ihnen jetzt erstmal nicht gegeben, weil wir den eventuell ja wirklich selber brauchen. Wenn wir ihn jetzt nicht brauchen, dann gebe ich ihm den halt noch. Jetzt gehen wir mal ganz, ganz fix noch zum Schrein. Ach, was ist denn jetzt? Weg bist denn du schon wieder? Der Topf ist eine Antiquität. 50.000 Taler ist sogar billig. Ach, herrje. Vorhin hast du was von 30.000 Talern gesagt. Wie kann jemand, der so hübsch aussieht, nur so unlautere Methoden anwenden? Ah, wie gefällt dir der Topf? Ich verkaufe ihn jetzt für nur 70.000 Taler. Der Preis ist weiter gestiegen. Nicht kaufen. Du bist jung, aber geizig. Ich weiß nicht, vielleicht bereust du das später noch. Ah, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Midoriko. Ich komme ab und zu in dieses Dorf, also bitte merkt ihr wenigstens meinen Namen. Wenn wir uns anfreunden, bekommen wir dann einen Rabatt? Auf keinen Fall. Das habe ich mir gedacht. Okay. Also 70.000 für einen Topf ist mir dann doch ein bisschen zu frech. Ich weiß auch gar nicht, ob wir so viel Geld gehabt hätten, selbst wenn wir gewollt hätten. So, jetzt gehen wir auf jeden Fall noch zu dem Schrein. Da will ich ganz, ganz dringend hin. Und hoffe, dass es klappt. Jetzt mit diesem Schutz des Elfengottes oder so. Das wäre ganz cool. Tatsache, hier ist was. Elfengott. Schluchz, heute regnet es wieder. Draußen und in meinem Herzen. Hier, du kannst das hier haben. Frucht der Sprache erhalten. Okay, also brauchen wir tatsächlich dieses Ding. Und da haben wir das Ganze hinbekommen. Sehr schön. Das hat sich ja schon mal bezahlt gemacht. Vielen Dank für die 3-4 Leute, die mir die Kommentare geschrieben haben, um mir dabei weiterzuhelfen. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal ganz fix wieder zurück. Und dann würde ich auch sagen, beenden wir den Tag dann für heute, wenn wir die Sachen nochmal verkauft haben. Damit wir dir die Frucht dann morgen geben können, werden die dann noch schön vorher auslegen, so dass das dann alles zügig vonstatten geht. Und jetzt bin echt gespannt, was der Drache da zu sagen hat. Da freue ich mich schon richtig drauf. Denk mal, einen Tag kann man auch mal früher zumachen im Monat. Denke, das macht nichts. Erstmal machen wir jetzt natürlich noch hier den großen Verkauf. Achso, der Händler ist ja auch noch da. Gut, dann reden wir mit dem auch nochmal, dass wir vielleicht noch irgendwie was Cooles von dem kriegen. Also machen wir erstmal auf alles, damit wir gucken, ob der irgendwelche tollen Waren hat. Sieht nicht so aus. Garn, rote Kristallen, Schifffahrt. Geschichte. Topf nehmen wir mal mit. Davon will ich jetzt nicht so viele haben, davon auch nicht. Das Holz nehmen wir mit. Würde ich sagen. Und dann nehmen wir hier die goldenen Sachen noch mit. Kann ja nicht schaden.
So, die kaufen wir. Genau, danke und tschüss. Mach's gut. So, Abwehrtickern. 11.000 gab der, ey. Der hat den 11.000 der Stein genommen. Voll gut. So, dann würde ich sagen, tut mir leid an unsere letzten Kunden. Aber wir gehen jetzt speichern und schlafen. Machen dann erstmal einen Cut und gucken, was morgen mit dem Dino abgeht. Bedanke mich schon mal fürs Zusehen und bis dann. Ciao, ciao.